Melanie hat ihre Schwester bei einem brutalen Gewaltverbrechen verloren. Ihr einziger Trost ist, dass der Mörder vor Gericht steht. Doch die Verhandlung findet nicht statt. Der Täter kommt frei. Nico Schulte ist leider flüchtig. Und der Schläger hat sich sein nächstes Opfer schon längst ausgesucht. Ich bin Christian Vorländer und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Vor einem halben Jahr wurde die 20-jährige Carla von drei jungen Männern brutal zusammengeschlagen. Sie starb an ihren Verletzungen. Ihre Schwester Melanie Probst musste die Tat mit ansehen und soll heute vor Gericht gegen die Schläger aussagen. Christian Vorländer steht der 22-Jährigen bei diesem schweren Schritt zur Seite. Melanie, alles okay? Ich meine, zumindest so einigermaßen. Es geht so. Heute werden Sie Ihre Zeugenaussage machen. Und dann wird einer Verurteilung der Angeklagten nichts mehr im Wege stehen. Ich pack das einfach nicht mehr. Karl hatte doch noch ihr ganzes Leben vor sich. Sie haben sie einfach totgeprügelt. Und alles nur wegen mir. Sie trifft keine Schuld. Und das wissen Sie. Die Schuld liegt alleine bei den Tätern. Das Einzige, was Sie jetzt noch für Ihre Schwester tun können, ist, Gerechtigkeit einzufordern. Melanie, Herr Vorländer hat recht. Wir müssen jetzt stark sein. Das sind wir Carla schuldig. Und die Täter werden ihre gerechte Strafe bekommen. Aber Mama, den Tätern tut es doch nicht einmal leid, wie mich dieser Nico Schulte schon die ganze Zeit anstarrt von der Anklagebank. Das macht mir richtig Angst. Ich weiß. Herr Schulte, wie geht's Ihnen? Wunderbar, Herr Verteidiger. Aber nur dank meiner persönlichen Aufpasserin. Das ist richtig rührend, wie sie sich um mich kümmert. Als wäre sie ein professionelles Kindermädchen. Herr Schulte, reißen Sie sich mal zusammen. Wir haben schon zigmal drüber gesprochen. Ja, ist ja gut. Gleich mache ich wieder einen auf perfekten Schwiegersohn, okay? Tun Sie es einfach. Wir sind in der entscheidenden Phase des Verfahrens. Da kommt es auf jede Kleinigkeit. Ja, ist ja okay. Nico Schulte hat uns immerhin den Gefallen getan, dass er beim letzten Verhandlungstag ein Geständnis abgelegt hat. Okay, zugegeben. Er hat seinen eigenen Tatbeitrag ziemlich schön geredet, ne? Aber das ist einfach einer Strategie geschuldet, nämlich er will eine Strafmilderung erreichen. Deswegen auch seine geheuchelte Reue. Strafmilderung? Diesen Typen sollte Bitte, man... mit Ihrer Zeugenaussage heute werden wir so einiges richtigstellen können. Wegen meiner Aussage sitzen die Typen doch vor Gericht. Was mache ich denn, wenn sie irgendwann freikommen? Dann wollen die sich doch an mir rächen. Glauben Sie mir, ein paar Jahre Jugendknast haben durchaus einen heilsamen pädagogischen Effekt. Und genau zu diesem Effekt wollen wir den Herrschaften mit ihrer Aussage verhelfen. Ich pack das nicht mehr. Ich krieg keine Luft mehr. Um Gottes Willen. Warten Sie mal, ich hab eine Flasche Wasser bei mir in der Tasche. Melanie. Wollen Sie sich setzen oder geht's? Es geht schon. Melanie, nehmen Sie mal einen Schluck. Bald ist es vorbei, Melanie. Ganz ruhig atmen, okay? Tief durchatmen. Na, da schau ich an. Genieß noch die letzten Minuten im Freien, ne? Was ist das? Heute mal Mut beweisen. Was, du Opfer? Opfer? Du nennst mich hier Opfer? Du bist doch ihre Scheißopfer und ein Feindling oben rein, ne? Wehrlose Mädchen totschlagen, das kannst du. Herr Fischer, ich vermisse bei Ihnen die notwendige Unvoreingenommenheit für einen Schöffen. Sollte ich jemals ein Beispiel für einen befangenen Schöffen brauchen, dann nehme ich Sie als Beispiel. Herr Schulte, das könnte Ihr Glückstag werden. Bis später. Aber hat mich doch provoziert. Herr Fischer, Sie sagen jetzt besser mal gar nichts mehr, okay? Was war denn hier los? Paul Fischer hat gerade eindrucksvoll demonstriert, dass er sich bereits vor Ende des Prozesses ein Urteil gebildet hat. Und das geht als Jugendschöffe in diesem Verfahren gar nicht. Was passiert jetzt? Ich gehe davon aus, dass Nico Schultes Verteidiger gleich nachher einen Befangenheitsantrag gegen ihn stellen wird. Und nachdem es keine Ersatzschöffen gibt, die den Prozess bislang haben mitverfolgen können, wird das Verfahren ausgesetzt. Und dann muss leider der Prozess ganz von vorne beginnen. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Da muss man doch irgendwas tun können. Es tut mir so leid. Ich habe nicht nachgedacht. Es war eine Affekthandlung. Ich wollte es nicht. Die Einsicht kommt jetzt ein bisschen spät.
Das Gericht hat den Schöffen tatsächlich für befangen erklärt. Weil Nico Schulte als einziger der drei Täter ein Geständnis abgelegt hat, wurde sein Haftbefehl außer Vollzug gesetzt. Bis zum Neubeginn des Verfahrens ist er ein freier Mann. Es darf doch einfach nicht wahr sein. Beruhig dich, bitte. Melanie, noch ist ja jetzt nicht alles verloren. Schönen Tag noch. Verschwinde, lass uns in Ruhe. Lassen Sie sich nicht provozieren. Frau Probst, am besten Sie bringen jetzt mal Melanie nach Hause, damit sie sich beruhigen kann. Der Haftbefehl gegen den Nico Schulte, der ist zwar außer Vollzug gesetzt worden, aber immerhin habe ich erreichen können als Auflage, dass sich Nico auf keinen Fall Melanie nähern darf. Okay? Na toll. Also, ich halte euch auf dem Laufenden, ja? Ja. Tschüss, macht's gut. Wiedersehen. Wie zu erwarten, hatte der Befangenheitsantrag gegen den Schöffen Paul Fischer Erfolg. Denn obwohl es sich bei Schöffen um Laienrichter handelt, die keine juristische Vorbildung haben, so müssen sie dennoch genauso wie Berufsrichter in der Lage sein, sich erst nach Abschluss der Beweisaufnahme ein objektives und unvoreingenommenes Urteil zu bilden. Paul Fischer wurde dieser Aufgabe leider nicht gerecht. Und deshalb muss der Prozess jetzt ganz von vorne beginnen. I'll fake it through the day with some help from Johnny Walker Red. Nehmen Sie bitte Platz. Vielen Dank. Wie geht's dir, Melanie? Ist sie hier? Ja, sie ist hier. Darf ich? Gerne. Das heute hat ja endgültig den Rest gegeben. Sie ist ja die ganze Zeit schon krankgeschrieben, aber seit Carlas Tod geht sie so gut wie überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Sie hat Angst. Mhm. Tag und Nacht verbringt sie im Zimmer ihrer Schwester. Die beiden waren wohl ziemlich eng miteinander? Oh ja, und wie. Nach der Trennung von meinem Mann, da haben sie beide alles zusammen gemacht. Wenn die eine nachts nicht schlafen konnte, dann haben sie sich so lange aneinander gekuschelt, bis sie eingeschlafen sind. Und jetzt ist Melanie allein. Und der Mörder ihrer Schwester läuft auch noch frei herum. Verdammt, wie kann das sein? Warum darf so jemand wieder frei herumlaufen? Ich habe schon eine Tochter verloren. Ich will die zweite nicht auch noch verlieren. Frau Probst, Nico Schulte hat sich sehr kooperativ gezeigt. Er hat sich im Gegensatz zu seinen Mitangeklagten im Verfahren freiwillig gestellt. Und er hat in der Hauptverhandlung ein Geständnis abgelegt. Und nachdem auch Jugendstrafrecht auf ihn Anwendung findet, waren das alles schwerwiegende Argumente, mit denen sich das Gericht auseinanderzusetzen hatte. Die Entscheidung des Gerichts ist nach Recht und Gesetz leider nachvollziehbar. Nachvollziehbar? Für mich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Und das wäre es für Sie auch nicht, wenn Ihre Tochter ermordet worden wäre. Frau Probst, ich verstehe ja Ihre Wut. Aber bitte lassen Sie uns sachlich bleiben, okay? Bitte. Tut mir leid. Schon okay. Danke. Was ist mit den anderen beiden Tätern? Kommen die jetzt auch noch frei? Ich gehe davon aus, dass die auf jeden Fall in U-Haft bleiben, nachdem sie zuvor bereits versucht haben, sich ins Ausland abzusetzen. Aber was ist, wenn dieser Nico Schulte Melanie etwas antut? Wenn er sie bedroht oder Schlimmeres, damit sie ihn und die anderen nicht noch mehr vor Gericht belastet? Dafür gibt es bislang überhaupt keine Anhaltspunkte. Und ich gehe davon aus, dass sein Anwalt ihm schon klargemacht hat, dass er bei der kleinsten Dummheit sofort wieder in U-Haft wandert. Und so dumm wird nicht mal Nico Schulte sein. Wahrscheinlich haben Sie recht. Wie sieht's aus? Sollen wir mal nach Melanie schauen? Ja, okay. Melanie, Herr Vorländer ist da. Können wir kurz reinkommen? Hallo, Melanie. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Darf ich? Wie geht's Ihnen denn? Ich habe Angst. Ich habe einfach schreckliche Angst. Die Mörder von Carla laufen immer noch draußen rum. Was mache ich, wenn sie mich auch noch... Sie müssen keine Angst haben. Nico Schulte, der ist zwar auf freiem Fuß, aber seine Komplizen, die sind weiterhin in U-Haft. Die Gruppe, in der sich Nico stark und mutig gefühlt hat, die gibt's nicht mehr. Darf ich? Ich gebe Ihnen mal meine Handynummer. Sie können mich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, egal was ist, okay? Nico wird Ihnen nichts antun. Wenn er auch nur den geringsten Versuch unternimmt, mit Ihnen in Kontakt zu treten, dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass er sofort wieder in U-Haft wandert. Versprochen. Danke. Wer ist das? Schon gut, ich gehe schon. Sie haben vorhin im Radio gesagt, dass der Schulte immer noch auf freiem Fuß ist. Wie kann das sein?
Stefan. Ach, und Sie sind wahrscheinlich der Rechtsvertreter, der es nicht schafft, dass ein Mörder hinter Gittern bleibt. Sagen Sie mal, haben Sie in der Baumschule gelernt? Ich bin Christian Vorländer und ja, es ist richtig, ich vertrete Melanie in dem Prozess. Und Sie sind? Das ist Stefan Beck, der Freund von Carla. Der Freund der ermordeten Carla, dessen Mörder Sie immer noch frei herumlaufen lassen. Stefan. Beck, ich verstehe Ihre Wut und Ihren Schmerz, aber wir leben in einem Rechtsstaat. Und noch ist Nico Schulte nicht rechtskräftig verurteilt. Und solange müssen alle freiheitsentziehenden Maßnahmen angemessen und verhältnismäßig sein. Das sind rechtsstaatliche Prinzipien, die Sie, wie wir alle, zu akzeptieren haben. Ihre rechtsstaatlichen Prinzipien gehen mir sowas von am Arsch vorbei. Der Typ soll in der Zelle schmoren, genauso wie Sie und Ihre Gesetze. Stefan, beruhige dich. Du kannst dich hier nicht so aufführen. Ja, aber ich kann das einfach nicht verstehen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit es möglichst schnell zu einem neuen Prozess kommt und damit die Täter hinter Gittern kommen. Ich helfe Ihnen. Vertrauen Sie mir. Ja, gut. Melanie, rufen Sie mich an. Ich bin für Sie da. Okay. Und Ihnen gebe ich Bescheid, sobald es Neuigkeiten gibt. Mhm. Und anstatt, dass Sie sich hier so aufführen, kümmern Sie sich mal besser um Melanie. Die braucht sie jetzt. Und zwar dringend. Okay. Verständlich, dass bei den Angehörigen und dem Freund der Getöteten die Nerven blank liegen. Umso wichtiger ist es, dass es möglichst schnell zu einem neuen Prozess kommt. Ich werde gleich mal bei Gericht nachhaken und fragen, wann mit dem Neubeginn des Verfahrens zu rechnen ist. Christian Vorländer macht Druck, damit Nico Schulte wieder in Untersuchungshaft genommen wird. Jede Sekunde zählt. Der 20-Jährige steigert sich immer mehr in seinen Hass auf Melanie hinein, die damals gegen ihn ausgesagt hat. Na, komm mal weg, das Zeug. Ja, Mann, mir geht's scheiße, ja? Jalzin und Michael sitzen immer noch im Knast. Und mich kassieren die wahrscheinlich auch bald wieder ein. Gib mal eine Kippe, bitte. Ja, alles nur wegen der kleinen Schlampe, Mann. Ihr hättet ja auch mal eine verpassen sollen. Ja, ohne Witz, wäre die nicht gewesen, ja? Hätten die uns gar nicht erst vor Gericht gestellt. Und dann hätte ich auch nicht alles zugeben müssen. Ey, wegen der habe ich meine Jungs in die Pfanne gehauen, Mann. Und mein Anwalt hat gesagt, wenn ich das nicht mache, sieht's für mich scheiße aus. Was soll ich dann machen? Feuer brauche ich auch. So. Die Alte will mich fertig machen. Aber ich sag euch was, nicht mit mir. Echt eine scheiß Situation, Mann. Ja, eine richtig scheiß Situation. Und zwar für Melanie. Das wird sie mir büßen. Hey. Na, du? Danke. Ich vermisse sie so schrecklich. Ich auch. Da ist doch wer im Garten! Bleib da hier. Ist doch jemand! Bleib hier ruhig, ich guck nach. Hier ist niemand. Das war bestimmt nur der Wind. Keine Sorge, ich bleibe hier bei dir und beschütze dich. Dir wird nichts passieren, versprochen. Alles ist gut. Danke. Aber jetzt sag doch mal, wie geht's dir eigentlich damit? Ich meine, du warst ihr Freund. Ich habe Carla unheimlich geliebt. Aber jetzt werde ich dafür sorgen, dass... Dass der Schulte mich nicht auch noch umbringt? Weil er und seine Kumpels nur wegen mir im Gefängnis gelandet sind? Das wolltest du doch damit sagen, oder? Ja, nein, pass auf. Was ich sagen wollte, ist, dass ich hier bleibe und dir wird nichts passieren. Ich bleibe so lange hier, bis dieses Arschloch im Gefängnis ist. Wäre ich bloß nicht weggelaufen, dann würde Carla vielleicht noch leben. Du bist nicht weggelaufen, du wolltest nur Hilfe holen. Mach dir keine Vorwürfe. Weißt du, ich habe seit 2 Tagen nicht geschlafen. Ich glaube, ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe. Gut, aber ich bleibe hier im Haus. Und wenn du irgendwas brauchen solltest, dann brauchst du mich nur rufen. Okay? Danke. Ich komme schon klar. Gut. Nein! Carla!
Was ist los? Was ist passiert? Nico! Er war da! Im Garten! Schwein! Und er wollte mich umbringen! Melanie! Mama! Alles in Ordnung? Gott. Wir rufen gleich einen Vollender an, ja? Nein, Stefan! Ich krieg dieses Schwein, ich lass nicht zu, dass an Melanie auch noch was passiert! Jetzt bleib doch hier! Mach keinen Unsinn, Stefan! Mensch! Davon wird Carla auch nicht wieder lebendig! Melanie, wie geht's ihm denn? Was ist passiert? Nico war hier. Er wollte mich umbringen. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal, ja? Er ist nicht da. Ja, aber er war da und er wollte mich töten. Er kann Ihnen jetzt jedenfalls nichts mehr tun. Wahrscheinlich wollte er Ihnen nur Angst machen. Sagen Sie mal, wie viele haben Sie denn von denen genommen? Eine. Naja, vielleicht zwei. Ich wollte doch nur endlich schlafen. Das sind ganz schön starke Schlaftabletten. Die haben wahnsinnig heftige Nebenwirkungen. Wollen Sie damit sagen, dass ich lüge? Oder dass ich mir das einbilde? Er war hier. Ich will damit gar nichts sagen. Aber ich möchte einfach nur sicher gehen, dass Ihnen Ihr Unterbewusstsein nicht einen Streich gespielt hat. Immerhin stehen Sie extrem unter Stress. Stress hin oder her. Ja, ich hatte einen Albtraum. Aber er war hier, hier auf der Terrasse. Ich glaube Ihnen ja. Und ich habe deshalb auf dem Weg hierher die Polizei verständigt. Und nachher rufe ich auch gleich den Staatsanwalt an. Folgendes. Wenn Nico Schulte wirklich im Garten war und Sie bedroht hat, dann wird er ganz schnell wegen Verletzung seiner Auflagen zurück in U-Haft wandern. Nico war hier und Stefan ist ihm hinterhergefahren. Stefan ist hinterhergefahren? Ich brauche sofort die Handynummer von Stefan, okay? Herr Beck, ich versuche Sie schon seit einer halben Stunde zu erreichen. Haben Sie gerade mitbekommen, was Ihr Rechtsanwalt was angerichtet hätte? Jetzt fangen Sie nicht schon wieder damit an. Ich habe Ihnen doch schon längst erklärt. Wie es bei den Juristen so läuft, das ist alles mir scheißegal. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie dieses Schwein erst meine Freundin ermordet und dann noch deren Schwester. Haben Sie denn Nico Schulte gesehen? Was? Ob Sie Nico Schulte an dem Haus der Probst gesehen haben? Sie glauben Melanie nicht? Melanie stand unter starkem Schlafmitteleinfluss. Ich möchte einfach auf Nummer sicher gehen und deshalb nochmal meine Frage. Haben Sie Nico Schulte selbst mit eigenen Augen gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe Melanies Hilferufe gehört. Und hätten Sie sie gehört, hätten Sie auch keine Zweifel, dass Nico da war. Dann bin ich sofort auf meinen Roller und habe die ganze Gegend nach ihm abgesucht. Aber das Schwein war zu schnell. Ich glaube ja, Melanie. Aber außer ihr selbst hat Nico Schulte niemand gesehen. Und sie stand unter starkem Schlafmitteleinfluss. Unter diesen Voraussetzungen wird es schwierig, den Nico wieder zurück in Untersuchungshaft zu bringen. Ja, toll. Und das alles haben wir diesem bescheuerten Schöffe zu verdanken. Hätte er sich nicht wie ein Irrer vor dem Gerichtssaal verhalten, dann wäre dieser Mistgeld schon längst in Untersuchungshaft. Paul Fischer hat sich falsch verhalten. Ohne Frage. Aber mittlerweile sieht er auch ein, dass er da einen Fehler gemacht hat. Ja, aber davon können wir uns nichts kaufen. Wiedersehen. Ich kann die Wut des jungen Mannes ja verstehen. Auch wenn ich niemandem die Schuld dafür geben möchte, dass Nico Schulte zurzeit auf freiem Fuß ist. Aber diese Bedrohung, die werden wir nicht auf uns sitzen lassen. Ich werde jetzt den Staatsanwalt über die Vorkommnisse informieren. Und dann werde ich diesen Nico Schulte selber aufsuchen. Wer weiß, vielleicht finde ich ja was raus. Zumindest aber wird er merken, dass ich ihn im Auge habe. Sofort macht sich Christian Vorländer auf den Weg. Er will mit Nico Klartext reden. Es ist genauso, wie es mein Opa prophezeit hat. Damals auf dem Dreirad. Herr Schulte, ich würde gerne einen Moment mit Ihnen reden. Unter vier Augen. Unter vier Augen? Das klingt ja richtig offiziell. Sagen wir mal, informell. Moment, irgendwoher kenne ich Sie. Ich weiß gerade nur noch nicht, woher. Ah, ja, Sie sind der Rechtsfuzzi von der Probst, nicht wahr? Gratulation. Da scheint ja Ihre Erinnerung noch gut zu funktionieren. Ganz genau. Sie waren der mit dem selten dummen Gesichtsausdruck, als der Schöffe mich, braven Bürger, beleidigen musste. Mein Gesichtsausdruck war nicht halb so blöd, wie Ihrer sein wird, wenn Sie wegen der Bedrohung von Melanie Probst heute Morgen wieder in U-Haft wandern. Heute Morgen? Wie viel Uhr denn? Zwischen 6 und 7. Oh, das ist aber sehr exakt. Lassen Sie mich kurz überlegen. Nein, kann ich nicht gewesen sein. Ach, ich höre. Denn zu diesem Zeitpunkt habe ich meinen alten Freund Murat ins Krankenhaus gebracht. Blinddarmdurchbruch. Oh, welch Höllenqualen er gelitten hat. Aber naja, ey, alte Freunde stehen zusammen, nicht wahr? Naja, dann haben Sie ja nichts zu befürchten. Aber Sie werden nicht überrascht sein, dass sowohl ich als auch der bereits gut informierte Staatsanwalt Ihrem Alibi nachgehen werden. Und wenn Sie lügen,
Dann wissen Sie ja, wohin die Reise geht. Schönen Tag noch. Echte Freunde stehen zusammen. Mal sehen, wie bald Nico Schulte mit seinen echten Freunden wieder in der Urhaft zusammenstehen wird. Der Staatsanwalt ist jedenfalls schon informiert. Auch wenn es schwierig werden dürfte, den Haftbefehl wieder in Vollzug setzen zu lassen, wenn es nicht weitere Zeugen oder Indizien gibt. Ich jedenfalls habe seit diesem Gespräch keinen Zweifel daran, dass Nico tatsächlich auf der Terrasse stand. Christian Vorländer will nun konkrete Beweise suchen, dass Nico Melanie tatsächlich bedroht hat. Und das alles nur, weil Paul Fischer sich nicht im Griff hatte. Dafür kämpft der ehemalige Chef nun Tag für Tag mit seinem schlechten Gewissen.